Also dann bringen wir das blöde Stück hinter uns. Warte noch, mach mal die Taschen leer. Wieso? Du weißt wieso, der Nintendo DS. Und die PSP. Jetzt den Gameboy. Oh, um Himmels Willen. Können wir jetzt gehen? Ist das auch alles? Leg ihn dahin. Nur, dass du es weißt, das ist kein blödes Stück. Endstation Sehnsucht ist ein amerikanischer Klassiker. Geht es dabei um Eisenbahnen? Oh, sehr schön. Dann brauche ich das hier nicht. Ich frage mich gerade, wie wir da mal einen Versuch starten könnten. Ich kann ja mal an meiner alten Schule anrufen und fragen, ob wir mit den Schülerinnen über das Thema sprechen können. Ja, das wäre gut. Versuch mal, ob du für uns drei einen Termin machen kannst. Nein, nicht so schnell. Ich spreche zwar immer gerne über die Wissenschaft, aber ich weiß nicht, wie man das Interesse daran bei Schulkindern erweckt. Das muss ich erst googeln. Und wonach genau suchst du dabei? Hm? Wie schaffe ich es, dass 12-jährige Mädchen auf mich anspringen? Nein! 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 Cooper, wir haben ein Problem. Deine Arbeit ist weit unter dem Niveau, das ich erwartet hatte. Ich weiß. Na los, verspotte mich. Aber benutze kurze Wörter, die auch ich verstehe. Halt mich nicht für blöd, ja? Wir beide kennen dein Problem. Wirklich? Du hast eine Freundin. Ja und? Ja und? Meine Arbeit würde auch leiden, wenn ich andauernd flachgelegt werden würde. Ja. Das ist der Grund. Ja, meine Arbeit leidet unter dem ganzen Flachlegen, das ich bekomme. Du verflixter Glückspilz. Was soll ich sagen? Sie erfreut sich an meinen Genitalien. Ich gebe sie ihr für ihr nächtliches Verlangen. Okay, lass die Prahlerei. Du hast ein paar brillante Ansätze hier drin, aber wenn's funktionieren soll, klemm dich dahinter und konzentrier dich. Ich tue, was ich kann, aber es wird sicher nicht leicht werden, denn wenn ich mit Amy zusammen bin und sich unsere Badehosenzonen begegnen, ich sag nur Hallo, das ist magisch. Hallo, ich bin Dr. Sheldon Cooper. Willkommen bei Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. Bitte entschuldigen Sie die verspätete Ausstrahlung. Ich hatte letzte Woche eine Folge fertig zu Ehren der schwarzen Bevölkerung. Aber ich erhielt von meinem Mitbewohner den Hinweis, dass mein ins Schwarze treffende Porträt von George Washington Carver womöglich als rassistisch ausgelegt werden könnte. Mit Hochachtung denke ich an die Mitglieder der afroamerikanischen Gemeinschaft, die ebenso wie ich gesellschaftlich ausgegrenzt werden. So. Spaß mit Flaggen ist nicht nur für den Flaggenenthusiasten gedacht, sondern auch für den Flaggenneuling. Also dafür begrüße ich mit Freude meine Freundin, Nachbarin und Flaggenjungfrau, also keine richtige Jungfrau. Nein, sie hat den Koitus schon oft ausgeübt. Und manchmal auch in Hörweite dieses Flaggenenthusiasten. Einmal während er vergeblich versuchte, sich die Unglaublichen anzusehen. Penny. Also, Penny, du hast erzählt, du würdest gern mehr über Flaggen erfahren. Ja, denn ich war schon sehr oft auf Partys, wo alle über Flaggen sprachen und ich nicht mitreden konnte. Ja. Tja, also da bist du hier richtig. Verzeihung, könnten wir mal kurz unterbrechen? Was ist denn? Also, es würde bestimmt natürlicher aussehen, wenn du zu mir sprichst, anstatt zur Kamera. Genauso wie bei einem richtigen Gespräch. Das üben wir gerade im Schauspielkurs. Interessant. Ja, in ein paar der Kommentare zu den Videos heißt es, meine Präsentation sei roboterhaft. Vielleicht war das gar nicht als Kompliment gedacht. Ja, versuchen wir es nochmal. Und diesmal arbeiten wir auch ein bisschen an deiner Körpersprache. In so einer verkrampften Haltung wie dieser schließt du deine Zuschauer aus. Aber wenn du entspannt und offen bist, dann lädst du sie ein. Richtig. Und was davon soll ich sein? Versuchen wir Offenheit. Wenn unsere Freundin die Flagge mich eins gelehrt hat, dann sich vom Winde tragen zu lassen. Solange man mit einer festen Stange verbunden bleibt. Und Action.
Und Penny? Welche Flaggenfrage lässt dich des Nachts nicht schlafen? Weißt du, ich komme aus Nebraska. Was kannst du mir über meine Staatsflagge sagen? Junge, Penny! Was hattest du zum Frühstück? Ein großes Glas gute Fragensaft? Die Nebraska-Staatsflagge zeigt uns einfach nur das Staatssiegel auf blauem Grund. Mach die Beine breit, lad sie ein. Was? Ich bin nervig? Du kritisierst bei jeder Gelegenheit mein Verhalten. Sheldon, rede nicht während des Frühstücks über deinen Stuhlgang. Und Sheldon, wenn der Präsident der Universität eine Trauerrede hält, dann gähne nicht und tipp nicht auf deine Uhr. Oder Sheldon, wirf nicht meine T-Shirts weg, nur weil du sie hässlich findest. Du bist unmöglich. Das war's. Echt jetzt. Das lasse ich mir nicht mehr bieten. Mir liegt eine Unterschrift auf der Mitbewohnervereinbarung vor, die anderes besagt. Ah, ich zeig dir, was ich von der Vereinbarung halte. Das hebst du sofort wieder auf. Nein. Mitbewohnervereinbarung, Abschnitt 7, Paragraph 5. Die Mitbewohnervereinbarung darf für die amerikanische Flagge nicht durch den Dreck gezogen werden. Das ist mir scheißegal. Ich muss nicht das machen, was du sagst. Ich will auch gar nicht mehr hier wohnen. Was hast du denn vor? Bei Penny zu wohnen und nicht bei dir, du verrückter Spinner. Verrückter Spinner? Ja. Leonard, warte. Was? Dobby der Elf stirbt in Band 7. Guten Morgen, Professor Stevens. Hey, klopfen Sie nicht auf die Tafel. Das ist meine Mathematik, nicht Ihre. Gehen Sie weiter, Sie Schnorrer. In aller Welt machst du da? Du hast gesagt, ich würde meinen Platz nicht benutzen. Doch das hat sich geändert. Okay, verschwinde jetzt. Nein, geht nicht. Du kannst nicht ewig da sitzen bleiben. Doch, denn ich habe einen Plastikbeutel an meinem Bein festgeschnürt. Der sagt, dass ich es kann. Gib auf, Wolowitz. Du hast einen überlegenen Intellekt vor dir, gegen den du nichts ausrichten kannst. Du hast keinerlei Möglichkeit, mir den... Das wird dir auch nichts nützen, Sheldon. Oh doch, na klar. Ich meine, was? Ich warne dich, Sheldon. Deine Drohungen kannst du dir sparen, denn nichts bringt mich hier weg. Hör auf damit! Verschwinde von meinem Platz! Nein! Also das reicht jetzt, ich rufe den Campus-Sicherheitsdienst an. Mach dich auf ein gehöriges Donnerwetter gefasst. Was treibt ihr Idioten da? Er will mich umbringen, Leonard. Videospiel und Rockmusik haben ihn der Gewalt gegenüber abstumpfen lassen. Würdest du endlich mal deinen verrückten Mitbewohner zur Vernunft bringen? Ihr seid beide völlig durchgeknallt. Das ist bloß ein Parkplatz. Das ist nicht bloß ein Parkplatz. Er kann es nicht ertragen, dass ich mittlerweile die höhere Anerkennung genieße als er. Das ist doch absurd. Ich bin immerhin dafür verantwortlich, dass die Schleifenquantengravitationsberechnungen entscheidend erweitert wurden. Und auch, dass sich unsere Betrachtung der Bose-Einstein-Kondensate gewandelt hat. Und allein mir ist es zu verdanken, dass der Automat in der Cafeteria mit Butterkeksen bestückt wurde. Das mag dir entgangen sein, als du wie ein Trottel im All herumgeschwebt bist. Und jetzt entschuldige mich, ich habe zu arbeiten. Oh Mann, ist das zu fassen mit dem Kerl? Was ich nicht fasse, ist, dass du versucht hast, ihn zu überfahren. Oh, als hättest du noch nie an sowas gedacht. Verachte mich also nicht nur, weil ich deinen Traum lebe. Hey, cooler Schlitten. Was machst du da drin? Ich höre nur deinen neuen Wagen ein. Schluss damit, hör damit auf! Wie heißt es so treffend? Rache wird am besten nackt serviert. Gentlemen, etwas weniger Gejammer, wenn's geht. Wir sind Offiziere der Sternenflotte und ein Mitglied des Borg-Kollektivs. Bitte, Sheldon, ich bin echt nicht in der Stimmung dafür. Leonard, unser Leben lang haben wir davon geträumt, uns wiederzufinden in einer der Fantasy-Welten, die wir so sehr lieben. Und was haben wir jetzt? In diesem Moment sind wir faktisch ein Star Trek-Außenteam geworden, gestrandet in einer fremdartigen und gnadenlosen Umgebung. Verlassen wir uns auf unseren Verstand, unsere seelische Stärke, unser mutiges Vorgehen. Und solange wir dies noch haben, kann uns nichts und niemand aufhalten.
Ich hasse diesen Planeten.